Moin, moin, Leute. Ich begrüße euch recht herzlich in meinem Mission-Guide. Wir sind hier oben auf Everest Harbor, wie ihr sehen könnt, oben über Hörsten. Mein Flieger ist heute mal eine Sabre. Saber. Eine Mission habe ich noch nicht rausgefischt. Ich wollte mal gucken, was sich da gleich so anbietet. Aber erstmal einfach nur die Kiste starten. Gerne da. Und dann steigen wir einfach schon mal auf. Ein bisschen hier einfach wegzukommen. Fahrwerk rein. So, das dürfte schon reichen. Dann schauen wir mal in die Missionen. Delivery ist mit diesem Schiff eher nicht so zu empfehlen. Thank you. And please visit again. Ah, Bounty Hunting, ja. Ja. Ja, schön wäre jetzt eigentlich mal ECN gewesen, dass wir ja die mal kriegen. Weil da habe ich ja in letzter Zeit ja immer arg Pech mit gehabt. Da hätten wir mal einen Spieler. Schauen wir doch einfach mal, wo der steckt. So. Accept. Komm. Ranken. So. Wo steckt der gute Stern? Irgendwo wildes rumfliegen. Da ist die Frage, lohnt sich da... Nee, hier, ECN Alert, da ist er ja. Komm, den nehmen wir. Zack. Weil mit dem Schiff da hinterher fliegen. So. Zack. So, jetzt geht es also in dieser Mission darum, dass jemand bei uns im System Hilfe braucht, weil er wird angegriffen und er muss schleunigst unterstützt werden. Und darum heißt es, so schnell wie möglich zu den guten Menschen hinfliegen.
So. Route festgelegt. Dann heißt Sprung, Sprung, Sprung. Ja, was ist beim ECN-Alarm für 12.000 zu erwarten? Ja, einmal hier Banner ausstellen. Einmal kurz einen Waffentest. Jo, läuft. Ja, was ist da zu erwarten? Gegner, sag ich mal, sind dann kleinere Fighter wie Aurora sowieso, aber ich sag mal so, bis Cut des Black bei 12.000 ist, kann da schon auftauchen. Also ich denke mal nicht so was Weltbewegendes, weil dafür einfach zu wenig Geld da drin ist. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ich habe die schon länger nicht mehr gemacht. Schauen wir mal. So, zu Ende gespult. Sprung hin. Ja. Stimmt. Hier sind ja die Reste einer Raumstation. Und fliege niemals durch den Kreis, warum auch immer. Oder durch so einen Teilkreis. Durch diese Elemente da zu dicht. Also auf der Innenseite lang, weil das ist irgendwie... Ja, ich habe das Gefühl, es könnte sein, als ob da irgendwie eine Fläche drin ist, die man natürlich nicht sieht, aber die ein Schiff dann doch des öfteren mal zum Explodieren bringt. So. Da haben wir dann auch unseren ersten Gegner hier. Eine Buccaneer. So. Die Waffen sind gegimbelt. Da ist der nächste Flieger. Wo ist er? Ja, was ist es? Eine weitere Buccaneer. So. Und er hat uns einmal erwischt. Ups, falsche Taste. So, da haben die Gegner noch eine Buccaneer. So, da haben wir den nächsten Gegner. Und ja, hier mal eine Buccaneer, dann dürften wir das hier auch schon zu Ende haben. Das war also eine recht schnelle Mission. Er labert jetzt ein bisschen und freut sich darüber, dass er das Ganze überlebt hat. Ja. Jetzt kommen da auch schon unsere 12.000. Schau ich mal in die Missionsliste rein. Vielleicht finden wir ja noch einen ECN-Earlord. Nö, finden wir nicht einen weiteren. Aber damit wäre also die Geschichte des ECN-Earlords, was das angeht, schon mal erklärt. Wie gesagt, erstmal zu dem zivilen Schiff hinfliegen, dann die vier Gegner dort bekämpfen, die mehr Geld für die ECN, also für den ECN-Earlord für uns gezahlt wird, umso größer sind die Feinde, umso ein stärkeres Schiff brauchen wir. Also es kann dann sein, dass dann zum Beispiel der höchsten Stufe des Alarms hier
Andromeda als Gegner da sind. Und ja. Also, die schießt man auch mit einer Aurora weg. Wenn man sich vernünftig auskostet. Ja. Mal schauen, vielleicht gibt es hier was Neues. Nein, gibt es nicht. Aber dann würde ich mal sagen, da wir so richtig schön in der Mission brilliert haben, können wir auch nach Hause fliegen und unseren Sieg einfach genießen. Ja. Dann sage ich doch für heute mal Tschüss zu euch. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denne dann. Tschüss.